Was also Leute, hier ist wieder Draglinus mit Let's Play Lightning Returns Final Fantasy 13.3. Es gibt ein Wort vorab. Und zwar, die Audioaufnahme dieses Partes ist mir nicht verloren gegangen. Aber sie wurde aus irgendeinem Grund von einem YouTube-Video, was im Hintergrund überspielt, und da ich den Systemsound aufnehme und so weiter, wurde beides aufgenommen. Jedenfalls ist die Aufnahme ein bisschen screwed up und deswegen mache ich jetzt ein kleines Re-Commentary, was nicht allzu spannend wird. Okay. Aber jedenfalls, was ich sagen wollte noch dazu, so ab circa der 12. Minute hört dann dieses YouTube-Video auf zu spielen und ab da gibt's wieder meinen richtigen Commentary. Ich muss jetzt bloß diese 12 Minuten re-kommentieren, ansonsten hättet ihr die ganze Zeit still und das wär's ja auch nicht. Why else do you think I let a slacker like you into my prestigious gang of ne'er-do-wells? Because I use my head. Like noticing that if we open up all those doors, we're given the order to walk right into. Ugh, and most likely will. Those Securitas live just to get in my way, I swear. Annoying little bastards. We'll just have to find the Clavis before they hear. Remember the details of each door. This kind here is what we call a time door. You've got to be careful around these things. It'll open on its own, or close with you inside. All based on the time of day. Even that route that we just came along will be sealed off at a different time of day. You could end up having to take the long way around, or get sealed in the ruins. Okay, innerhalb der Ruinen, in den klagenden Dünen, gibt es Türen mit Zeitschloss, die sich zur vollen Stunde automatisch öffnen und schließen. Die Schließzeiten werden in Form... Warum habe ich das so schnell weggedrückt? Egal. In einer Stunde ist die Tür geschlossen, in der nächsten ist sie offen. Das ist das Prinzip. So, okay. Eine Zettel, Achso, eine Zeittür ist in der Nähe. Die Position wurde auf der Karte markiert. Ich sehe hier kaum was wegen dem Mikrofonständer, deswegen müsst ihr entschuldigen und ich bin heute generell ein bisschen verpeilt, aber ich habe keine andere Möglichkeit, dass, diese Neuaufnahme hier zu machen. Vanille und Fang woke up from their crystal stasis about 13 years ago. It appears they were both being held at the Order's main cathedral in Luxarian. But according to the records, Fang fled the Order shortly after, alone. Those two were bound by something so... Auch möchte ich mich entschuldigen, wenn ich hier bestimmte Voice-Abschnitte überspreche. Damit das Audio hier nicht doppelt aufgenommen wird und ich keinen zu großen Hall habe, habe ich das Video extrem leise und bemerkt deswegen manchmal nicht, dass Hope gerade zum Beispiel redet. Tut mir wirklich leid. Okay, Skeletons mit Fang besiegen ist soweit kein Problem. Vor allen Dingen der Schaden, den wir reinhauen, ist es einfach nur göttlich. Dann noch die ganzen Debuffs, also ich meine Devalon und Depro-Test, was jetzt schon zu meiner normalen Angriffsstrategie geworden ist. Ist alles super. Nun, dass ich einen Heiltrank verbraucht habe, ist nicht so super. Aber egal, damit kommen wir schon klar. Und wenn man ihn zweimal schockt, ich weiß nicht, ob wir das generell schon mal gesehen hatten, aber wenn man diese Skeletons zweimal schockt, dann können sie nichts mehr machen, weil sie in sich zusammenfallen. Vor allem der Kopf liegt dann so unbeteiligt daneben. Und jumpt sogar rauf, wenn man ihn schlägt. Ihr erhaltet einen Fluch und ein Totengebiss. I can't imagine what would have made Fang leave Vanille behind on her own. Something important, that's for sure. Also ich finde es ja lustig, wie wir hier mit Hope reden, aber müsste sich Fang die ganze Zeit nicht fragen, warum redet die so über mich, als wäre ich gar nicht hier? Ich meine, das ist eine Lautstärke, in der Fang alles mithören kann. Gremlin. Kann es sein, dass ich gerade in die falsche Richtung gelaufen bin? Ich habe gar nicht kapiert. Egal, der Gremlin ist schnell genug weg. Noch besser mit physischen Attacken. Danke für den Hinweis, Fang. Mal gucken, was ich jetzt gucke. Aha, ich mache offenbar hier an der Leidenschaft was. Ich wollte in der Leidenschaft rumrennen, genau. Ich habe ja zurzeit diese, du hast Final Fantasy 13 und 13 2 Spielstände Outfits und die habe ich ja die ganze Zeit hier ausgerüstet, um sie ein bisschen zu zeigen, was ich auch noch mit anderen machen werde. Denn inzwischen habe ich auch noch ein paar neue Goodies. Und, das war schlecht. Naja, dementsprechend zeige ich hier und da auch mal ein paar Outfits und laufe in der Outworld mit den Outfits rum. Es war schon so ein schöner Nostalgiefaktor mit genau dieser Robe hier zusammen mit Fang rumzulaufen, wie in alten Zeiten zu 13.1.
und Hope, der im Geiste ja wenigstens bei uns ist, beziehungsweise im Funkgerät. Und im Prinzip, meine Party war ja immer Lightning, Fang und Hope. Und das fand ich eigentlich recht schön, dass das im Prinzip aufgelebt wurde, diese Party. Und zwar genau hier so. Okay, das war's für dich. Ist nur noch eine Frage der Zeit, bis du hier niedergehst. Ich frage mich bloß, warum ich kein Deval oder die Putte. Ah. Weil ich einfach noch nicht so weit war. Inzwischen ist es ein bisschen Zeit vergangen. Auch wenn ich nur einen weiteren Part aufgenommen habe. Aber ich habe ja offscreen auch noch in meinem anderen Spielstand, der immer weiter zurück ist als der des Let's Plays, habe ich auch noch ein bisschen gespielt. Und dementsprechend habe ich so ein bisschen mehr von der Kampfmechanik wieder raus in der Zwischenzeit. Und mein Gehirn funktioniert nicht mehr schneller, was diese ganzen jetzt doch dem Prozess und so weiter ein angeht. Das kann ich verstehen, wenn ihr mir solche Tipps dann zum Beispiel gebt. Macht doch zum Beispiel mal sowas wie Bannung auf den Gegner, wenn er viele Buffs hat oder sowas. Dream of Salvation in the Unseen Realm. Ihr müsst bedenken, dass alles, was ich hier spiele und aufzeichne, blind ist und dementsprechend weiß ich es teilweise nicht besser. Ist, glaube ich, was ich damit sagen will. Irgendwo verliere ich meine Gedankenstränge. Wie gesagt, ich bin relativ verpeilt heute. Eigentlich kein guter Tag zum Nachkommentieren, aber ich habe nur heute Zeit. Ich schaffe es kaum, deinen Schaden komplett zu blocken. Aber ich glaube, das liegt wirklich bloß daran, dass ich einfach nur ein zu schwaches Blocken habe. Und dieses normale Blockenkommando ist nicht unbedingt das stärkste und lässt viel Schaden durch, kann ich mir vorstellen. So. Ach ja, du musst das Blitzkommando einfach lieben. Und die Sturmschneise wird dich aus dem Weg räumen. Obwohl ich, glaube ich, mittlerweile die Erfahrung gemacht habe, ich meine mich zu erinnern, dass normale Angriffe besser sind, nicht weil sie mehr Schaden machen, sondern weil sie weniger ATB verbrauchen und ich somit öfter schlagen kann. Nun gut, hier war es jetzt nicht das Problem. Yep, that's it, I'm afraid. Okay, I hope so. Und da hängen zwei Skelette. Wirklich, einfach mal so abhängen, hier von der Decke. Ja, und diese Mechanik habe ich... Ich habe einen Plan inzwischen. Ich habe nämlich inzwischen herausgefunden, die Skeletons, die so abhängen oder rumstehen... Mann, ich komme hier kaum zum Reden. Die Skeletons, die rumstehen oder abhängen und ein Schwert in der Hand haben, sind Gegner, die, wenn ich sie angreife, mich bekämpfen. Und diejenigen, die keine Schwerter haben, kann ich zerstören und dann Schätze finden. Wobei, sind es denn wirklich Schätze? Bis jetzt waren es unbewertete Objekte oder Totenkörper. So. Diese Uhr öffnet sich in circa 15 Minuten. Also um 9. Ich kann runtergehen und vielleicht ein bisschen was erforschen. It's been hundreds of years since the days we fought together, as we see. And before we met, I was stuck in another damn crystal. I've been asleep more than 1,000 years of my life. I did the math. Technically, I think that makes me the oldest hag on the planet. Not that I'll ever act my age. Wouldn't be much fun. Es wäre auch übelst komisch. Du müsstest dich erstmal wie eine gebrechliche alte Frau verhalten, weil 1,000 Jahre tun bestimmt schon irgendwas Negatives an deinem Knochenbau und an der Haut. Ich wette, die ganzen Hautfalten schlabbern da so hinter dir her, als wäre es ein Umhang. Sonderlich straff kann die Haut dann ja nicht mehr sein. Das könnt ihr mir nicht erzählen nach so 1,000 Jahren. Okay. Dieser Angriff ist ein bisschen schwer zu blocken, habe ich im Laufe der Zeit festgestellt. Und vor allen Dingen ist das auch deren stärkster Angriff. Ich würde sogar sagen, die einzige Gefahr an den Skeletons. Es ist ein übler Angriff. Ich liebe die ganzen Melodien, die wir eingebaut haben, muss ich auch nochmal sagen. Hier hat nochmal eine Boss-Melodie aus Final Fantasy 13.1 eingebaut und schon ist das ganze Kampfgeschehen hier geil. Okay, was haben wir denn da?
Da war wieder eine Zeittür, habe ich aus dem Augenwinkel gesehen. Aber, guck mal auf die Zeit, 9 Uhr. Das bedeutet, jetzt kann ich dieses Item da hinten kriegen, weil die Zeittür sich geöffnet hat. Komm zu Papa. Juwelenanstecker. Kann mir mitunter nützen. Drei Gamblins. Zerstören. Töten. Noch 2 Minuten von meinem verpeilten Commentary, dann habt ihr wieder das Original-Commentary, was nur halb so verpeilt ist. Also keine Sorge, ihr habt es geschafft, Leute. In der Zwischenzeit lasst mich ein paar Gremlins töten und schnetzeln und verhauen. Stimmt, denn eigentlich ist da fast gar nichts. Kammer des Mondes, Tiefebene. Ich habe niemals auf den Namen dieser Kammer geachtet. Kammer des Mondes höre ich ehrlich gesagt zum ersten Mal jetzt. Aber warum des Mondes? Ach, ein Megavieh. Egal, ich komme an das Item. Wenn ich von der anderen Seite käme, dann müsste ich mich erst durch den durchschnetzeln, um an das Item zu kommen. Das wäre ein bisschen unpraktisch. Diese Kampfmusik hört nicht auf. Verfolgt mich denn eigentlich? Ach, deswegen. Ich bin gleich in den nächsten Gegner gerannt. Gremlins, Schnetzel, leichteste Übung. Wir kennen das alle schon. Ist eigentlich nichts Spannendes, wirklich. Und wieder einer da. Wir kriegen hier immer Blitz und Feuer. Ich muss das irgendwann mal alles synthetisieren. Und, ah. You see strange devices all over the ruins. Nothing we've done has ever made them work. But why don't you try your savior magic? Meine Erlösermagie. Hat Bunneverse das alles für mich gebaut? Die Vorrichtung reagiert auf die Kräfte der Erlöserin. Original-Commentary setzt ein. So, die Türschalter. Man betätigt sie und öffnet die Türen damit. Brauche ich dafür ein Tutorial? Fang das mal gucken. Tatsache. Ihr Lissier-Stigma ist weg. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, ob sie mit normalen Attacken angreift. Also ob sie auch Magieattacken dazwischen macht. Und die Antwort ist definitiv nein. Sie hat auch bisher nur normale Schläge gemacht. Jedenfalls soweit ich das beobachtet habe. Und gerechtfertigt, denn warum ist sie da? Ihr Lissier-Stigma ist nicht mehr da. Also kann sie theoretisch auch keine Magie ausführen. Es wäre schön, wenn sie das gedacht hätten. Und bis jetzt sieht es ja so aus, als hätten sie. Und das, such things please. Autsch. Lightning. Sorg erstmal dafür, dass du selbst nicht dorthin geschleppt wird von, schleppt wirst von dem. 6000. Die ist so unglaublich stark. Stärker als die Erlöserin selbst, die mit Bonneverses Power gesegnet ist. Aber sie hat kein Lissier-Stigma, definitiv nicht. Das war ja an ihrem rechten Arm. Es ist definitiv nicht da. It's not like I'm working you to the bone. There's something here that'll probably only react to you and your fancy saviorhood. So have a look at it, would you? Come on. Okay. Totenköpfe, unbewertetes Objekt, was? Okay, zwei Sachen. Erstens mal, es ist verdammt geil, dass sie jetzt die Academia 500 AF, also die finale Levelmusik von Final Fantasy 13 2 wieder einbringen. Ich liebe die Melodie. Und das zweite ist, die Skelette unterscheiden sich. Manche haben Schwerter, manche nicht. Die mit Schwertern leben also und werden mir einen Kampf leisten, wenn ich sie niederschnetze. Also im Prinzip alle noch da gebliebenen. Das ist die Tür? Ist dahinter die Clavis?
looks like you've reached your destination. There's an unbelievable source of energy radiating from behind that door. Yeah, you don't have to tell me twice. I can feel it from here. You think it's the power of the Clavis? It seems likely. The reason that you can feel anything light is because the Clavis reacts to the Savior. So, it wants me to come in and say hi. I get it. But this door doesn't seem to agree. It's stuck shut. Yes. It's protected by a particularly nasty seal. My analyses suggest that the key to undoing this seal is hidden in the murals. There are three murals within this ruin which describe the true story of the gods. Only one who has seen them with their own eyes and has understood the truth of the gods will be able to pass through that great gate, the sacred gate, to reach the Holy Clavis. Three murals, huh? Somehow I don't think a little art appreciation will be all I need to get that Clavis. Well, the good news is, I know where the murals are. To see them all, you'll have to visit three galleries that are located elsewhere in the ruins. Of course they are. Oh Mann, aber seit Final Fantasy 13 2 vergeht kein Punkt, an dem ich diese Melodie nicht hören kann, ohne komische, kubische, fliegende Formen durch die Gegend zu sehen. Ich gehe mal gerade dahin. Weil ich bin wirklich, wirklich, wirklich curious, also neugierig darüber, was jetzt in diesen anderen Ruinen ist. Bis jetzt bin ich da nur auf eine Sackgasse gestoßen. Na gut, die andere bin ich nicht zu Ende gegangen. Aber ich erinnerte mich gerade noch an die hier. Vielleicht ist hier was. Ich meine, es ist auffällig, dass das alles Ruinen sind. Und sie mich so ziemlich auf dieselbe Höhe führen. Wahrscheinlich alles nur alternative Ausgänge oder so. Aber ich will wenigstens mal nachgeguckt haben, bevor ich es bereue. Es ist mit so einem Emblem geschützt, was ich schon mal aufgesammelt habe. Dieses Pilgerding. Davon habe ich schon einige. Somewhere behind these doors. Unfortunately, the room has been sealed since long before any of us were around. You may be able to open the doors though. You and a Crux. Welche Tafeln? Ich bin im Spiel voraus, wie es scheint. Ich besitze zwei. Mal schauen. Wir nähern uns der 14 Uhr Grenze, also bald geht's sowieso nach Yuuzhan von meiner Zeitplanung her. Hauptsache Bossgegner-Melodie dafür. Die Proteste und die Wall. Ich muss ja sowas in der Art machen. Lightning, das klang ja voller Reue. Sie war voller Reue gerade in ihrer Stimme und so übel laut. Ganz schön lange Gänge. Tatsächlich eine Art Tafel. Es ist eine Tafel. Dieselbe Melodie. Also ist das wirklich eine Connection, hä? Can you tell me anything about this? Let me see. Well, I can tell you with certainty that it's old. That's obvious enough. Yet it's made with advanced technology, and its purpose is a complete mystery. It doesn't appear to operate independently. It must need other parts in order to work. Who cares what it does? Just take it already. Have you forgotten you're a bandit now? Good advice, Fang. No, und die greifen mich bestimmt sofort an. Ja, sie haben Schwerter. Dann können wir meine Theorie ja gleich mal zum Test führen. Warum eigentlich nicht? Einfach mal so. Diese Fähigkeit habe ich nie eingesetzt. Ja, meine Theorie ist richtig. So, und wo W und Ach. Jetzt halten uns zwei in Schach. Ich wollte den Part doch eigentlich beenden. Wie konnte das nur so enden? Ich weiß, es war kein super Reim. Tut mir leid, das musste jetzt sein. So, ich kann auf dich vertrauen, dass du es zu Ende bringst, Fang? Yes. Ich habe gehofft, den zweiten in den Schock zu versetzen.
Ich schaue mir das aus guter Entfernung an. Super. Damit ist die Gefahr beseitigt. Ach nein. Mist. Naja, letzten Endes war das nicht viel mehr. Ha! Also ist der Kampf letztendlich doch nicht so schwer. Dann noch auf dich, Devoy und Protest, den Protest drauf. Ayo, kriegst du auch noch hin. Nutze eure Informationen, ich versuche nicht zu reimen. Für den Fall, für die Leute, die sich jetzt denken, oh mein Gott, der kann das hier gar nicht. Natürlich kann ich das nicht, ich versuch's ja nicht. Eps, 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 eps. Okay, letztendlich doch noch ziemlich gut. 0,5 EP. Warte mal, 0,5? Also einen direkten halben? Das ist ziemlich vorteilhaft. Ich werde jetzt aber nicht gegen alle kämpfen. 10.31 Uhr. Wenn ich damit arbeite, ich habe jetzt 4 EP, wenn ich damit arbeite, könnte ich theoretisch Chronostasen aufrechterhalten, wieder zurückgewinnen, noch während ich mich hier rausschnitzel. Okay, ich hätte gedacht, die würden mich zum Kampf zwingen. Es ist schön, dass sich das so ein bisschen abwechselt und nicht alle gleichzeitig den Kampf bedeuten, nur weil sie einen den Weg versperren. Vielleicht ist das aber auch random. Naja, ich habe keine Möglichkeit, das zu testen, außer die respawnen, wenn ich hier in die Ruine wieder reingehe. Dann kann ich testen, ob die bei derselben Tür plötzlich Schwerter haben, wo sie keine hatten vorher. Was ist das? Noch eine Energieeinheit. Davon habe ich jetzt 3 Stück oder 4 Stück schon. Die sind für irgendeine dieser Tafelquests. Bäh. Bahnhof. Heiliges Tor. Uns fehlen nur noch 3 Teleporter, dann haben wir alles in der Wüste frei. Ich schätze, noch einer ist auf der linken Seite, auf diesem Fluchpfad oder wie das hieß. Hey, aber der Part geht schon wieder viel zu lang. Im Grunde muss ich ihn beenden und ich finde, genau hier vor der heiligen Tür. Ich hoffe, da ist die heilige Tür. Es ist gut. Danke fürs Zusehen. Kommentieren nicht vergessen. Dragline ist over and out. Tschüss.